Servus, herzlich willkommen und grüezi und guten Tag heute wieder zu einer neuen Folge von Odyssey im Auftrag des Königs. Und ich weiß, hier ist noch eine Moorleiche. Die müssen wir mal auch nochmal schön in der langen Manier des Kampfes, Nahkampfes nochmal eben eliminieren. Wenn ich mich einmal von dieser Moorleiche hauen lasse, dann wird es so sein, dass meine Konstitution einen sofortigen Tod zufolge hat. Deswegen aufpassen, dass die Moorleiche mich nicht krallt. Wie so einen widerlichen Zombie. Man beachte auch wieder diese dramatische Musik im Hintergrund. Wo sind die jetzt? Ja. Sehr schön. Jetzt sind noch ein paar Schläge zu tun. Oh, das ist nicht so schön. Hab ich's nicht gesagt? Naja, nach einem Versuch habe ich es ja doch noch hingekriegt, die Moorleiche hier zu eliminieren. Schauen wir mal. Ich weiß, dass hier noch einer irgendwo rumliegt. Irgendwo in der Erde steckt. Und zwar da. Nee, die liegt. Die steht jetzt auf. Also wenn die kommt, wenn ihr kommt, und die Moorleiche schläft noch, und die steht dann auf, dann auf jeden Fall sofort zuhacken, keine Pause machen. Sonst habt ihr ja gesehen, was passiert. Auch hier werden wir ein bisschen Zeit raffen. Kaputt ist der Moorleiche. Ist jetzt sowas von kaputt? Ach ja, sumpfig. Natürlich gibt es auch Sumpfkraut im Sumpf. Ist auch logisch. Schauen wir mal, was hier noch so ist. Und gucken wir mal, ob sich hier irgend noch was in der... Eine Sumpfratte. Hallöchen. Au, war ja Sumpfratten. Sind die gefährlich oder... gespeichert habe ich. Mal gucken, ob die gefährlich sind, die Sumpfratten. Ah, okay. Eine ist es erstmal. So, was gibt es hier? Sumpfratten. Die sieht ja lustig aus. Oh, die kann aber auch ganz schön zuhauen, die Sumpfratte. Ui. Ich habe nur rohes Fleisch. Ich habe Schinken. Und ich habe wahrscheinlich noch ein paar Früchte, hoffe ich doch. Nee, gar nicht mehr so viele. Das heißt, ich müsste mal wieder irgendwo in die Stadt fetzen und dann mal was zu essen kochen oder zumindest mal was einkaufen an Tränken beim netten Herrn Telem. Nee. Schauen wir mal hier. Ja, da hinten ist noch eine Sumpfratte. Aber die ist noch weit weg. Jetzt gucken wir mal, ob es hier noch was gibt. Da, Sumpfenkrauten. Genau. Oh, hä. Ja, da ist er doch schon. Nein, nicht den Bogen. Oder? Mal mit dem Bogen ausprobieren. Oh, okay. Zwei Schüsse, Sumpfratte tot. Aber dafür muss ich wieder mal... Ach ja, was haben wir denn hier? Leckeres Brokkoli? Nee, Weidenbeere. Ja, gucken wir mal. Haben wir noch irgendwelche Heilpflanzen? Hier haben wir noch ein Heilpflänzchen. Ich will aber nicht unterhalb der Heilpflanze sein. Unterhalb von 10. Sondern... Ich will jetzt eigentlich schlafen. Aber ich habe hier keinen Schlafplatz. So was Blödes ist aber auch. Mal gucken. Noch eine Sumpfenratte ist. Eine Sumpfenratte in der Nähe. Eine Moorleiche nochmal. Hm, alles klar. Erstmal aufräumen hier. Und dann in der letzten Folge habt ihr ja gesehen, wie viele Snapper da rumlaufen.
Was sind das da hinten? Was brennt denn da? Ach, da hinten ist noch eine Sumpfenratte. Okay. Gucken wir mal die Moorleiche an. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Da hinten ist die. Okay. Ja, nicht wunder, dass ich hier noch so ein bisschen blute. Ich versuche die Moorleiche jetzt einfach mal so zu eliminieren, indem sie die ganze Zeit da hängen bleibt, am Baumstumpf. Und das Ganze werden wir natürlich auch mal wieder ein bisschen schneller machen. Also Zeitraffer. Jawohl! Da ist nicht zu holen. Die dampft sogar noch blau. Ha! Schön. So, weiter mal scouten. Was war denn das Grüne, was so leuchtete? Das hier. Hat gar nicht angezeigt. Nur da hinten, dass eine Sumpfratte ist. Aber was ist das? Ist das ein Fehler oder? Oder irgendwie nur Flavorflamme? Kann ich das aufheben? Nee, kann ich nicht aufheben. Naja, gut. Wird wahrscheinlich Deko sein. Blauflieder mitten im Sumpf. Was macht die denn da? Oh, oh, oh. Oh, war ja die Sumpfgasdrohne. Die kommt bestimmt schnell auf mich zu. Gucken. Die Treffe von hier aus. Nein. Oh. Los, treffen und ganz schnell kaputt gehen. Sonst gehe ich kaputt. Ja, ich sehe da schon wieder. Oh. Alter. So, jetzt haben wir einen lustigen Hänger. Roland kann sich nicht entscheiden, ob er jetzt stirbt oder nicht. Was haben wir denn jetzt für ein Problem? Mal gucken. Nee. Er bleibt einfach im Freeze, was auch immer jetzt passieren mag. Ja, das nennt sich Totenstarre oder Scheintod. Dann müssen wir nochmal neu laden. So, jetzt aber nochmal prüfen. Das könnte, ja, wunderbar, ohne Schaden zu nehmen. Das ist doch richtig klasse. Sumpfenkrauten. Nicht ja, zu plündern. Und da kann man nichts holen. Da kommt nur Gasgeruch raus. Bei dieser Sumpfgasdrohne. Ich find's lustig. Oh, ah ja, richtig. Da hinten hatten wir ja mal so ein Sumpfhai gesehen. Schöne Grüße von Gothic 1. Habe ich zum ersten Mal gesehen. Natürlich, Sumpf ohne Sumpfhai. Was ist denn das? Wie Fisch ohne Wasser. Den werden wir wahrscheinlich nicht so zu Rande kriegen. Am besten, ich werde doch nochmal... Oh, ein Heilkraut. Irgendwie doch nochmal in die Stadt mich teleportieren und mich irgendwie nochmal rüsten, bevor es hier abgeht. Weil ich habe ja hier kaum was zu essen. Wie viel Geld habe ich eigentlich noch? 251. Dann sollte ich vielleicht auch noch ein bisschen illegal an Geld kommen. Oh, war ja. Ich sehe schon was. Nee, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, haben wir geschafft. Wie spät haben wir es? Ja, 10.43 Uhr. Es wird verkauft. Bin gut. Hey, du. Was. Das ist doch
zeig mir. Such dir was aus. Mhm. Was wollte ich denn hier haben? Feuerpfeile eventuell? Ich habe auch ein paar Feuerpfeile herzustellen, aber. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wieso hatten wir hier keine Pfeile mehr? Vielleicht sollte ich mal schlafen vorher. Mhm. Danke. Adam, alles gut? Wie geht's? Danke, geht so. Okay, dann nicht. Ja, muss, ne? Ja, jetzt wieder bis zum nächsten Morgen. Wir sind wieder gut erfrischt. Dann können wir hier alles Fleisch braten, auch weil das nur 2 Stück sind. Oder 4 sogar, wow. Okay, dann werden wir zu Telem mal hochgehen, ein paar Tränke. Moment mal, hier hat keiner Tränke, ne? Gut, bevor wir zu Telem gehen, werde ich mal von Robert. Wie sieht's mit dem Zubehör? Was brauchst du? Und zwar 100 Pfeile oder 100 Bolzen? Die große Frage, aber ich habe so wenig Geld. Das heißt, dass ich erstmal hier ein bisschen was loswerden müsste, was ich wirklich nicht mehr so brauche. Zum Beispiel ein Dolch. Dolch geschärft, ja. Weiß ich nicht, brauche ich bestimmt nicht mehr sowas. Was habe ich denn hier? Ich habe noch geschärfte Pfeile, 100 Stück. Was sind das? Das sind Bolzen. Noch irgendwas, was man ihm abverkaufen könnte. Ja, hier, ein paar Knochen. Ich versuche mal Knochen zu schmieden. Hier habe ich schon mal 10 eines Sumpfhals. Habe ich irgendwo mal gewonnen. Nein, Quatsch, gefunden. So, was können wir ihm also anbieten, was wirklich einigermaßen wertvoll für ihn sein könnte? Bürste, nee. Hier, Haut eines Reptils. Wert 4. Oh, geben wir ihm das mal. Ich habe sowieso noch ein paar Snapper zu. Ah, das lasse ich mal. Snapper zu erledigen. Dann Herz eines Sumpf, das brauche ich. Zangen aufgebrochen. Wolfsfell, lasse ich mal. Ich möchte mal Gerben üben. Irgendwann mal. Dann Salz, das haben wir hier. Aquamarin. Aquamarin. Hier, Kohle bräuchten wir noch. Yep. Was ist das? Goldbrocken lassen wir auch mal. Ist ein guter Rohstoff. Eine Laute. Yes, Sir. Und 7 Salzsteine. Salzsteine, aha. Geschmiedematerial steht. Nee, Goldschmiedematerial. Oh, darf man nicht verkaufen. Dann haben wir Gletscherquarz. Wie viel haben wir? 380 Gold jetzt. Silbernen Ring, Silberteller, Silbergelch. Alles, was ich geklaut habe. Das kriegen sie irgendwie wieder. Ach, hier noch eine alte Textur vom Pokal. Auch schön. Wert 50, das ist gut. Ein Krug, naja. Vielleicht gibt es was Tolles dabei. Schwefelbrocken, Goldschmiedematerial. Sehr wichtig. Ja. Dann nochmal das Ganze, indem ich ihm doch noch ein paar Bolzen abkaufe. Oder doch. Ja, ich kaufe ihm Pfeile ab. Was soll's. Ah, die 100 kriege ich voll, das ist gut. Dann habe ich ein bisschen mehr. Kann ich ordentlich zuhauen. Das heißt, wir müssen nochmal hier in seine Butze. Hat's irgendwie gehangen. Und natürlich wieder dieses Prozedere mit der Werkbank und ein paar Pfeile schärfen. Und zwar 100 Pfeile schärfen. Das Ganze nochmal. Nee, doch nicht. Alles gut. Sehr gut. Fehlt mir natürlich wieder was. Federn oder sowas. Naja, okidoki. Telem. Telem für Tränke. Genau, richtig. So, Teelämmchen, zeig mir deine Ware. Ja, 10 Essenz. Oh, das ist ja alles so teuer. Dann wird es noch teurer. Mhm. Tja, da kann ich mir nur 3 Fläschchen kaufen, wa? Das ist nicht so pralle. Wer hat hier auch keine Truhe, wo man was klauen könnte? So, was bekloppt ist jetzt aber auch. Da muss ich mal noch irgendwie noch so eine
noch so eine Klaugeschichte machen, also irgendwie klauen in der Stadt. Das werden wir dann aber auch mal kurz raffen. Beziehungsweise ich werde so einzelne Szenen zeigen, wie ich dann nachts einbreche, damit wir ein bisschen zu Zeug kommen, finde ich. So, werden wir mal bis Mitternacht schlafen. Raus aus meinem Bett! Ja, ist gut. Verdammt, was ist dann los? Ja, ja, geh noch mal schlafen. Ja, ich kann mich erinnern an die Situation, dass ich hier schon mal war. Dann wollte ich ja hier... Hey du, was schleichst du da rum? Wie, was, ich? Ich doch nicht. Okay. Versuchen wir es nochmal hier, bei der Elisabeth. Die wird wirklich wach? Ich versuche die Truhe zu knacken. Diesmal nicht. Sehr schön. Hallo? Oh, war so aufgeregt, hab mich voll vertippt. Jetzt. Schön. Okay, die Milch. Hallo, grüß dich. Verdammt, was ist los? Oh, knapp. Oh, Knappinger. Naja, es gab in der Nacht nicht viel zu holen. Bisschen Gold, sonst auch nichts. Dann gehen wir wieder zurück zum Sumpf. Das werde ich dann natürlich auch wieder raffen. Dann werden wir uns nochmal um diese alte Ruine kümmern. So, hier wieder angekommen. Erstmal möchte ich meine Waffe wieder anziehen. Genau, richtig. Und schauen wir nochmal, ob wir noch ein paar Überbleibsel finden. Was Viechertjes und so angehen. Natürlich sein, dass ich voll hier ein Vieh reinrenne. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ach ja, da hinten ist es wieder dieses Nebelige. Und jetzt wird es hier ziemlich dicht von der Bewachsung. Ja, eine Moorleiche. Mhm. Kennen wir ja das Spiel, ne? Moorleichen knüppeln. Kann das sein, dass es hier ein Baumstamm ist? Gucken wir mal eben. Tatsache. Wunderbar. Und kaputt geht sie jetzt, hoffe ich doch mal. Ne? Hallo, geh kaputt. Jetzt. Was ein Schreihals. Da noch was raus? Okay. Naja, lass mal ihn mal rumschreien und rumbrüllen. So, hier war ein Baumstamm. Okay. Er hat noch eine letzte Regung. Ach, herrlich. Also kleine Fehlertjes, das können manchmal witzig sein. Wenn sie das Gameplay nicht so beeinflussen oder irgend zum Nachteil machen. Okay, hier haben wir noch was, glaube ich. Nein, das ist was anderes. Ja, jetzt befinde ich mich wieder hier bei dieser komischen... Oh, stopp! Bei diesem komisch grünen Licht da hinten. Also im Sumpf ein Baumstamm, das ist auch lustig. Voller Wasser. Und noch ein Baumstamm. Ja, hallo? Tolle Nummer. Naja, gut, okay. Schauen wir mal, was haben wir denn hier noch in der Umgebung? Gibt es hier noch was in der Umgebung? Irgendwie nicht so, bis jetzt. Bis auf ein paar Snapper. Denke ich mal. Ah, noch ein Baumstamm. Drei Baumstämme? Das habe ich nicht, vorher alle nicht gefunden.
Okay. Hier ist wohl alles gereinigt. Dann können wir wieder da in die Höhle reingehen. Ich habe doch noch irgendwas hier gesehen. Da. Sumpfenkrauten. Und da sind noch ein paar Sumpfenkrauten-Sachen. Okay, jetzt geht's aber wirklich hier mal rüber zu dieser alten Mine. Mine, sag ich schon hier. Was stand da drauf? Alter Innos-Ruine, alte Innos-Ruine, richtig. Da gehe ich jetzt rein. Und muss erstmal vorher abspeichern, weil hier bestimmt ganz viele Schnäpper sind. Richtig. Muss ich doch irgendwie anders machen. Naja, ich muss mal wieder neu laden. So, mit geschärften Pfeilen. Also, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich das schaffe. Jetzt ist der Snapper nicht mehr da. Das ist ja nett. Ah, sehr schön. So, aufpassen. Hier hoch. Haben wir geschafft. So, seid ihr irgendwie noch alle unten? Ja, da ist einer. Da ist einer. Ja, wenn ich schon hier oben bin, dann werde ich doch mal weitergehen. Die Snapper können wir ja später erledigen. Seiden hier ist wieder was irgendwo auf dem Weg hier hin. Man kann es nicht so sehen. Oh, schön. Die Ruine sieht gut aus. Aha. Ja, du bist jetzt kaputt. Ach, schade, das war ein Gobo-Skelett. So, zur alten Innos-Ruine. Ja, wie klasse ist das denn? Ja, das ist die große Frage. Wie kriegen wir jetzt das Ding wieder nach unten? Ja, mal gucken, wie weit der Abstand hier ist. Vielleicht kann ich ja mit Akrobatik rüberkommen. Hier in die kleine Lücke rein. Das könnte passieren. Und jump! Ey, klasse, das klappte, das klappte, das klappte. Und jetzt die Winde runter. Hallo? Ja, okay. Das müsste jetzt klappen. Ja, jetzt geht's, jetzt geht's. Wow. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Oh mein Gott, da hinten ist wieder ein Go-Go-Go-Go-Go-Go-Golem. Das heißt also, sicherheitshalber mal die Golem-Rüstung anziehen. Ach, die habe ich ja schon die ganze Zeit an. Oh, ich Depp. Die ganze Zeit die Golem-Rüstung schon an. Deswegen habe ich mich gewundert, warum ich denn so ein Monster, Quatsch, so eine Moorleiche immer sofort mit einem Schlag niedergestreckt hat. Jetzt wird es wieder spannend. Was gibt's hier? Was jibbert hier? Ach so! Nein, shit, ich hätte doch mal meine. Okay. Ach, ich Dummkopf. Jetzt nehme ich wieder meine normale Rüstung. So, dann ziehe ich mein Schwert hier. Während er da unten rumhüpft, werde ich mal kurz speichern. Und gucken. Und ihn mal skelettieren. Ach, der ist ja schon skelettiert. Ja, also klappt doch. Schweren Asten, Goblin-Skelett, schweren Knochen. Ja, super, klasse. Hehe. Ist denn hier irgendwas versteckt? Ich finde diese Ruine ja klasse. Echt lustig. Kann sein, dass hier oben was versteckedeit ist? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Das werde ich jetzt mal hier hochkraxeln würden können. Ah, hier ist ja gut, du krächzender Kra. Nee, da dürfte nichts sein. Oh, nur dieser Golem. Oder wie viele sind denn das? 21, 374? Nein. Drei Stück. Das heißt also, die muss ich wohl alle irgendwie... Was für Golems sind denn das? Erstmal gleich gucken. Nein. So, was haben wir denn hier von Golem? Ein Salzgolem? Und du bist ein Silbergolem? Ihr wollt hier nicht irgendwie... Wollt ihr denn hier nicht? Und da ist noch ein Golem. Gucken wir mal. Noch ein Silbergolem, Silbergolem, Salzgolem. Okay. Ja, zu doof, den Ausgang zu finden, oder was?
Nee, das hätte ich mal nicht laut sagen sollen. Nee, jetzt sind sie wieder drin. Ich glaube, dass ich gar keinen Schaden mache hier mit meinem Pfeil, oder? Gucken wir mal. Oh, ein bisschen schon. Weil im Nahkampf ein Silber, drei Golems auf einmal, das ist ja wohl ein bisschen blöd. Wer ist meine Rüstung? Wo ist die Rüstung? Wer ist die Rüstung? Wer ist die Rüstung? Da ist die Golem-Rüstung, richtig. So, jetzt versuche ich mal irgendwie ein Haus zu locken. Nicht beide auf einmal, bitte. Jetzt bleiben die da selber hängen. Na? Okay. Dürfen sie es geschafft haben, richtig. Oh, jetzt haben sie beide geschafft. Oh Mann. Jetzt haben sie es alle drei geschafft. Super, klasse. Okay, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mal hier einen verwundeten Golem zu nehmen, der eventuell... Ja, hier der Silbergolem. Würdest du mal stehen bleiben hier? Mann, da ist er. Hoffentlich treffen die mich nicht. Das sind nur zwei, ja, stimmt ja. Zwei Silbergolem. Gut, okay. Dann verbrauchen wir erstmal die Bolzen für die Armbrust auf. Dauert ein bisschen. Und einen Zeitraffer gemacht. Wenn nichts passiert. Yes, einen haben wir schon mal. Und der zweite. Wunderbar. Jetzt fehlt da hinten nur noch dieser, wie heißt der? Salzgolem. Schüsschen und dann ist er hin. Nach langer Pfeil- und Bogengeschichte hier, meine Herren. Platz mich denn gekostet? Na, ganz schön viel, ey. 97 Pfeile. Jetzt erstmal die Herzen nehmen. Silbergolem. Oh, Moment mal. Herz eines Silbergolems? Silberbrocken? Oh, da gibt es wenigstens noch ein bisschen Silber. Salzgolem und Salzbrocken. Und du nochmal. Und selber brocken, das ist ja gut. Das ist ja schön. Ja, und wie es weitergeht, das werdet ihr sehen, wenn ihr die nächste Folge anseht. Schöne Kathedrale hier.